Also mein Thema der Bachelorarbeit bzw. der Bachelorarbeiten, also wirklich beide habe ich mit dem Thema Industrie 4.0. Ich habe es jetzt übergeordnet Herausforderungen und Chancen für die Industrie im Grünland benannt. Warum? Zum einen bin ich beruflich sehr industrienah, also ich bin beruflich bei der industriellen Vereinigung Burgenland tätig und bin damit natürlich jeden Tag konfrontiert damit. Und ich glaube, unsere meine Aufgabe im Job ist auch, dass ich da ein fundiertes Wissen dazu habe und das, glaube ich, habe ich mir auch durch die Bachelorarbeit jetzt noch weiter aneignen können. Und natürlich ist es sehr interessant, ein Thema zu erforschen, das noch nicht so weit erforscht ist. Ich meine, Industrie 4.0 gibt es vieles dazu, speziell im Burgenland, die Literatur dazu war minimalst und ich glaube, das ist einfach, ja, die Chance auf neue Erkenntnisse war da wirklich sehr groß. Die erste Bachelorarbeit war eher eine Literaturrecherche und eine theoretische Bearbeitung des Themas, einfach eine Basis aufzubauen, die ich dann bei der Forschung, bei der empirischen Forschung wirklich anwenden kann. Also Literaturrecherche gemacht, ich habe die neuesten Studien durchforstet, da gibt es einiges. Und ich habe schon auch versucht, einen kritischen Blick und sehr reflektiert das ganze Thema zu betrachten. Die zweite Bachelorarbeit, in meinen Augen dann auch wirklich das Interessantere, ist, ich habe eine Online-Befragung in den burgenländischen Industriebetrieben gemacht. Lustigerweise waren es genau 40 beantwortete Fragen, also irgendwie so Industrie 4.0 und 40 Fragen beantwortet, finde ich ein schönes Ergebnis. 78 Industriebetriebe wurden befragt und es waren 23 Fragen im Fragebogen. Aufbauend haben wir dann eine Diskussion bzw. einen Workshop gehabt mit 7 Unternehmer aus burgenländischen Industriebetrieben, aus verschiedenen Branchen. Und wir haben diesen Workshop, oder es ist dann eine Diskussion geworden, als Basis haben wir eben die Ergebnisse des Fragebogens hergenommen. Sie sind halt die Ersten, die die Ergebnisse sehen. Also die sind brand new. Gesteckt für die Bachelorarbeit, weil das Thema ist sehr breit gefächert. Also da kann man in verschiedenste Richtungen in dem Thema gehen und damit ich mich nicht verzettel, habe ich mir Ziele gesteckt. Und zwar waren die Ziele, dass ich eine Darstellung der Ist-Situation Industrie 4.0 im Burgenland darstelle, also so ein bisschen einen Gesamtüberblick zeige, aber auch die Risiken und die Chancen darstelle. Und das Aufzeigen von Schritten, die in Zukunft notwendig sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Generell, das erklärt dann eh noch, diese Wettbewerbsfähigkeit ist ein großes, großes Thema bei Industrie 4.0. Es gibt verschiedenste Rahmenbedingungen, die einfach notwendig sind, um diese Entwicklung standhalten zu können. Ja, dann ist großes Thema Mittelstand und oder Großindustrie, wer kann profitieren? In Kärnten zum Beispiel ist es so, in Kärnten ist die Stimmung so, dass die sagen, der Mittelstand wird total verlieren, die Großen werden bestehen, kann aber aufgrund der Strukturen in Kärnten sein, da ist halt eine Infineon zum Beispiel, die da sicher auch mitspielt. Ja. Also welche Chancen hat Industrie 4.0 im ländlichen Raum, welche Chancen haben die Kleinen und das Burgenland, also die burgenländische Industrie besteht ja eher aus, sagen wir, mittelständischen Betrieben. Und auch der Arbeitsmarkt ist ein wichtiges Thema, also welche Auswirkungen, wie verändert sich der Arbeitsmarkt, wie verändern sich die Jobs oder die Jobprofile. Die Ergebnisse. Das Ergebnis von, wenn man so die Unternehmer so direkt fragt, was ist Industrie 4.0 für euch, dann sagen sie, das ist keine Neuerfindung, das ist eine automatische Entwicklung, mit der wir mitgehen. Die einfach aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten, die da jetzt vorhanden sind, ja. Also Industrie 4.0, der Begriff ist auf jeden Fall im Burgenland angekommen. Es ist nicht so, dass das Burgenland jetzt sagt, Industrie 4.0, was ist das? Die wissen das sehr wohl, die
machen das auch, oder es ist jetzt die Frage, wie definiert man, was machen sie? Also die haben zum Beispiel alle eine digitale Produktion oder die Überwachung funktioniert, das ist eigentlich alles schon da. Ja? Die Automatisierung im Unternehmen hat schon zum großen Teil stattgefunden. Ein Ergebnis war auch, dass das Unternehmen oder die Industrie sagt, die Abwandlung der Industrie in jetzt irgendwelche, weiß nicht, Billigländer oder nach China oder wo auch immer, kann durch die neuen technischen Möglichkeiten auf jeden Fall aufgehalten werden, wenn man sie natürlich gut nutzt. Einsparungen in der Industrie 4.0 sind speziell auf Ressourcen und Rohstoffe möglich. Prozessoptimierung und Ertragsverbesserungen sind ein ganz großes Thema. Da überhaupt diese Prozesse, wie verändern sich Prozesse, wie kann man sie optimieren? Ganz wichtig, Cybersecurity. Cybersecurity ist jetzt schon ein großes Thema und natürlich gibt es so Ängste in der Industrie, dass durch den vermehrten Einsatz der Technologien, dass einfach die Cyberangriffe noch mehr werden. Sie sind jetzt schon Thema und die Unternehmen beschäftigen sich schon ganz stark damit. Es ist zum Beispiel bei der Diskussion ganz stark ausgekommen, es gibt so viele Daten in den Unternehmen, also Big Data ist, was mache ich mit den Daten, was passiert auch mit meinen Stammdaten zum Beispiel. Also wenn da irgendwas gehackt wird, da sind wirklich auch empfindlichere Daten dabei, wie geht man damit um? Die Kundenanforderungen haben sich stark verändert, also die haben sich sehr in die Individualität verändert. Die Kunden wollen immer individuellere Produkte, am liebsten in Echtzeitproduktion. Es wird immer so mit Industrie 4.0 ein bisschen verbunden, die Menschen gehen aus der Produktion raus oder die Mitarbeiter. Dem ist nicht so. Also die Industrie im Burgenland sagt nur sehr stark, meine Mitarbeiter sind großes Wissen und großer Wert für das Unternehmen und natürlich werden gewisse Jobs oder Arbeiten einfach wegfallen aufgrund der Digitalisierung. Es entstehen aber sehr viele andere neue Möglichkeiten. Ausgebildet wird hauptsächlich intern oder extern, also interne oder externe Schulungen. Zum Beispiel die BEKOM macht das ganz stark, die bildet die Lehrlinge schon von Anfang an sehr auf diese Robotik und so aus. Und es werden die Mitarbeiter intern sehr stark weitergebildet. Ich hab die Frage im Fragebogen gestellt, ob die Schulbildung auf die neuen Anforderungen reagieren muss. Da ist ein hundertprozentiges Ja rausgekommen. Ja, wenn die Unternehmung sagt, war klar, dass so eine Antwort rauskommt, ich finde trotzdem, es ist irgendwie ein schönes Zeichen, dass man sagt, auch die Bildung muss mit den Neuerungen mitgehen. Fehlerreduzierungen. Die IKT ermöglicht es in der Produktion sehr stark Fehler zu reduzieren, zum Beispiel durch Datenauswertungen. Also Daten ist ein großes Thema, die Fehler reduzieren können. Oft sind es ganz klare, banale Dinge wie eine bestimmte Maschine funktioniert nicht oder hat immer wieder Fehler und man kommt aufgrund der Auswertung der Daten drauf, dass die Lichteinstrahlung zum Beispiel falsch ist und dadurch sehr viele Fehler in dieser einen bestimmten Maschine entstehen und das kann durch die IKT-Möglichkeiten einfach sehr schön und schnell herausgefiltert werden. Ja, also die Menge an Daten. Es gibt unheimlich viele, viele Daten in der Produktion und die werden noch nicht richtig effektiv genutzt. Die Daten sind da, die Daten werden auch ausgewertet, aber die Nutzung ist immer, die hinkt noch ein bisschen hinterher. Also die Herausforderungen für die burgenländischen Betriebe sind vor allem das Tätigen von Investitionen in die Digitalisierung. Ich zeige zu dem Thema dann nachher auch noch eine Grafik. Das Finden von geeignetem Personal ist in der Industrie immer irgendwas. Also ist es der Fachkräftemangel oder ist es jetzt dann die also man geht ein bisschen weg von den Spezialisten hin zu den Generalisten. Also Finden von geeignetem Personal, großes Thema. Das Erarbeiten neuer Geschäftsmodelle durch den Einsatz der Digitalisierung und das zielgerichtete Ansprechen der Kunden, also die Kundenanforderungen, wie gesagt, haben sich wirklich ganz, ganz stark verändert. Genau, das war dann der Fragebogen, der war ein Monat
im Feld. Angeschrieben wurden 78 Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen, also wirklich querbeet. Und ich gehe ganz kurz die Fragen durch, ich habe jetzt nicht alle mit eingebunden, sondern die wichtigsten, glaube ich. Man sieht da schon, ja, Industrie 4.0 ist im Burgenland eindeutig angekommen. Es gibt Auswirkungen auf die Wirtschaft und da ist vor allem die Abwanderung ein Thema. Das ist jetzt ein bisschen klein, aber es ist vor allem die Abwanderung der Industrie kann durch Digitalisierung aufgehalten werden. Das Burgenland hat jetzt vielleicht nicht so viele andere Rahmenbedingungen als manche andere, aber zum Beispiel mit Oberösterreich kann man es nicht vergleichen, sondern schaut wieder ganz anders aus und das erschwert es vielleicht dann auch. Aber ja, die burgenländischen Unternehmen wissen sehr wohl, dass es Auswirkungen hat. Und ich würde sagen, die wollen auch schon darauf reagieren. Man sieht da, wohin führt der Einsatz von neuen Technologien in den Unternehmen, also Prozesse, Prozessoptimierung, ganz, ganz großes Thema und Ertragsverbesserung. In der Diskussion dann, also das ist jetzt der Fragebogen, in der Diskussion ist sehr wohl auch, sind sehr wohl auch die neuen Services ins Spiel gekommen, die immer wichtiger werden. Das Cyberrisiko. Die Grafik ist vielleicht jetzt so auf den ersten Blick nicht so ganz aussagekräftig, aber es ist doch in der Diskussion dann, wo wir tiefer in das Thema reingegangen sind, sehr stark rausgekommen, dass einfach Cyber Security ein großes Thema ist. Die Daten müssen geschützt werden. Zum Beispiel, ich habe von den Banken, also die Bank Austria war dabei bei der Diskussion. Banken ist natürlich nochmal ein bisschen hakeliger als es vielleicht, oder die sehen das noch ein bisschen hakeliger als die Industriebetriebe, also jetzt im ersten Blick. Wie schütze ich meine Stammdaten? Der Grad der Digitalisierung habe ich anhand Beispiele abgefragt. Industrie 4.0 bedeutet ja Vernetzung. Vernetzung der Maschinen untereinander, aber auch Vernetzung der Unternehmen untereinander. Die Vernetzung wird aber ein bisschen noch gebremst durch die Standardisierung. Also es gibt noch nicht so einen Standard, wie die Unternehmen untereinander oder die Lieferanten jetzt oder die Industriebetriebe mit Dienstleistern, Lieferanten miteinander kommunizieren, um da auch schnell und effektiv produzieren zu können und die Industrie 4.0 auch wirklich effektiv einsetzen zu können. Also die Roboter gibt es in den Unternehmen sehr wohl, die Kommunikation mit den Maschinen untereinander funktioniert. Kommunikation der eigenen Anlagen mit Anlagen anderer Unternehmer ist einfach noch nicht so weit, sicher auch ein Thema der Standardisierung. Wie reagieren die anderen, genau, also wie verändert sich das in Bezug auf die Mitarbeiter? Die Mitarbeiter werden intern geschult, genauso extern. Es werden zum Teil schon noch Skills zugekauft, ja, aber eher wirklich Schulungen im Unternehmen. Man sieht, der Einsatz der Menschen in der Produktion ist ja wohl noch sehr, sehr wichtig. Und es wird jetzt nicht so sein, dass da auf einmal nur mehr 3 Menschen in der Produktion sind und alles computergesteuert wird, sondern die Menschen im Unternehmen bleiben erhalten. Müssen vielleicht umschulen oder neue Eigenschaften aneignen. Ja. 100%, ja. Irgendwie klar, aber irgendwie auch schön, dass man das nochmal so ein bisschen sieht, glaube ich. Wir haben jetzt da bei den nächsten 2 Fragen. Zum einen habe ich abgefragt die Investitionen in den nächsten 3 Jahren. Überwiegend ja, also in Bezug auf die Digitalisierung. Und das ist das sind die Antworten auf die momentanen F&E-Projekte. Also man sieht da schon, jetzt sind die Investitionen oder die F&E-Projekte speziell jetzt noch nicht so stark vertreten. In 3 Jahren
schaut das dann schon ein bisschen anders aus. Also das war so ein bisschen so, wie stehen wir jetzt da und wie sind wir in 3 Jahren in Bezug auf F&E und Digitalisierung. Ja, die Unternehmen planen sehr wohl in die IKT, also die IKT einzusetzen im Unternehmen, verstärkt einzusetzen. Herausforderungen sind, wie vorhin schon genannt, eben die Tätigen von Investitionen, Finden von geeignetem Personal. Es ist in der Diskussion sehr stark rausgekommen, also ein Unternehmer hat gesagt, die Mitarbeiter oder die Qualifikationen der Mitarbeiter sind noch bei 3.0, die Unternehmen sind bei 4.0. Ob es wirklich, die sprechen aus Erfahrung, aber also Personal ist immer ein großes Thema. Genau, dann sind wir schon bei der Diskussion. Es waren 7 Unternehmer dabei aus den verschiedensten Branchen, die da fleißig und eifrig diskutiert haben. Und ich habe da jetzt ein bisschen die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Ja, die Qualifikation der Mitarbeiter ist noch bei 3.0. Es ist dann so die Frage in den Raum geworfen worden, ist überhaupt jedem bewusst, was das in der Produktion heißt? Also was heißt Industrie 4.0 wirklich für die Produktionen? Ich kann jetzt nicht eine richtige Antwort. Es kommt immer wieder so, wenn man Industrie 4.0 in den Raum wirft, sagen viele im ersten Moment, es ist ein Modewort. Es ist ein Marketingbegriff, der einfach für eine Entwicklung gefunden wurde, oder eine technische Entwicklung gefunden wurde, die sowieso stattfindet. Dann gibt es schon auch die Gefahr des Einbruches des Marktes, also zum Beispiel bei Google, glaube ich, war das, oder bei Amazon, dass das einfach ein bisschen Überhand nimmt und den Markt vielleicht auch zerstört. Das Customizing ist für die Kunden immer wichtiger. Also die Kunden wollen sehr individuell produzierte Produkte, die sie vielleicht sogar noch in Echtzeit ein bisschen mitbestimmen können. Die Frage für die Unternehmer war, wie kann ich die Technologien sinnvoll einsetzen, um wirklich produktiv zu werden? Und eine Schnittstellenvernetzung. Die Schnittstellenvernetzung wird immer wichtiger. Das war vor allem von Seiten der Banken ein ganz ein wichtiges Thema. Also ein bisschen das Risiko ist auch aufgekommen, dass man sich durch Industrie 4.0 in Abhängigkeiten begibt. Also man verbindet sich mit anderen Unternehmen, technologisch jetzt, und ist dann irgendwie auch mit dem langfristig verbunden oder in einer gewissen Abhängigkeit, was eher als negativ gesehen worden ist. Genau, für die kleinen Unternehmen ist der Economy of Scale sehr wichtig. Wann lohnt es sich wirklich so zu produzieren? Und die vorhin genannte Standardisierung. Die Change-Over-Kosten von Produktionsmaschinen sind enorm hoch. Die Stückzahlen werden immer kleiner. Ist auch eine große Herausforderung im Burgenland oder in der burgenländischen Industrie. Vom Preisniveau haben die Industriebetriebe das, oder sehen die Industriebetriebe das eher so, dass in Österreich oder im Burgenland von der Qualität her auf einem sehr hohen Niveau produziert wird. Und wenn man das in Relation dann mit Qualität und Preis stellt, dann stehen wir eigentlich nicht so schlecht da. Also die Qualität ist eine Chance. Genau, die Produktionsplanung wird bereits digital gemacht, nicht nur in den größeren, sondern auch in den kleineren. Das rennt alles eigentlich schon sehr, sehr digitalisiert ab. Und Stammdaten war ein ganz großes Thema. Stammdaten der Produktionsmaschinen und eben auch damit verbunden die Angst vor Cyberangriffen und wie schütze ich das Ganze. Herausforderungen im Burgenland sind vor allem die Größe der Betriebe, also wie ich vorhin schon erwähnt, in Kärnten ist das natürlich ganz anders. Industrie 4.0 heißt natürlich dann auch ein bisschen Investitionen zu tätigen und da ist es eben für kleinere Unternehmen vielleicht ein bisschen schwieriger. Es ist die Aussage gekommen, Software braucht keine Fachkräfte in der Produktion, also dass man zum Beispiel diese Maschine wirklich auch betätigen kann, muss man jetzt nicht eine Fachkraft sein. Ja, ist glaube ich ein bisschen kritisch zu betrachten, weil man muss ja auskennen. Ja.
Eben die Abwanderung kann vielleicht gebremst werden. Der Wettbewerbsdruck ist ganz, ganz massiv. Also die stehen unter ständigen, und es sind auch einige international tätige Unternehmen da dabei, die stehen wirklich in ständigem Wettbewerbsdruck und sie sind der Meinung, Industrie 4.0 verschärft den nur ein bisschen, weil einfach das Tempo noch mehr zunimmt. Ja, Spezialisten werden in der Zukunft nicht mehr so gebraucht, war auch eine Aussage der Unternehmer. Und die neuen Services werden durch das Internet of Things immer wichtiger. Die Herausforderung der Daten, wie kann ich die gelieferten Daten mit den Maschinen dann auch verbinden und wie kann ich die Daten effizient auslesen oder verwerten, sagen wir so. Wir sind dann ein bisschen auf die Ausbildung auch eingegangen, was brauchen die Mitarbeiter in der Produktion in der Zukunft. Da ist es nicht gekommen, sie brauchen diese IT-Ausbildung oder es ist eher so Kreativität, Grundverständnis, logisches, analytisches Denken, Neugierde, Motivation ist auch immer so ein Thema, also sie wollen motivierte Mitarbeiter. Und auch die Qualität durch Ausbildung. Also die Basis muss stimmen, sind aber trotzdem irgendwie diese anderen Skills sehr, sehr hervorgehoben worden. Ja. ich habe mir jetzt ein bisschen ein Fazit zusammengeschrieben. Industrie 4.0 ist ein sehr breites Thema, sehr vielseitig. Man kann da wirklich in ganz, ganz verschiedene Richtungen forschen. Industrie 4.0 ist absolut für die Betriebe keine Neuheit, sondern eher eine schleichende Entwicklung. Und die Begriffsdefinition und die klare Zuteilung ist sehr schwierig. Also dass man da wirklich sagt, das und das ist jetzt Industrie 4.0, wird sehr kritisch betrachtet, wenn man eine Definition dann erstellt, glaube ich. Es ist die Möglichkeit zur Stärkung der heimischen Industrie. Und die Qualifikation der Mitarbeiter ist ganz, ganz wichtig. Also die Unternehmer sehen das Mitarbeiterthema zum Teil auch sehr kritisch und es kann schon auch zu Problemen führen. Customizing ist in der Produktion der Zukunft sehr wichtig. Und komisch, oder ich habe es toll gefunden, das Burgenland sieht nicht das Problem in den kleinen Betrieben, dass die verlieren oder verschwinden sogar, sondern die sind eher, dass die kleinen Betriebe gerade jetzt, wenn sie richtig reagieren oder den richtigen Riecher haben, sagt man so, da sehr, sehr viel profitieren können. Auch aufgrund ihrer Flexibilität, die sie vielleicht mehr haben als die Großen. Also wir haben diese Größenstruktur im Burgenland einfach und ja. Ein Satz ist auch noch gefallen, Fehler, die von den großen Vorreitern schon gemacht wurden, können nun umgangen werden. Finde ich toll, weil das heißt, sie beobachten, also die burgenländischen Betriebe beobachten sehr wohl, was da passiert und machen diese Fehler, die vielleicht da schon gemacht worden sind, einfach nicht mehr, ist eine große Chance für das Burgenland. Und die Mitarbeiter müssen emotional abgeholt werden und Ängste genommen werden. Es wird, ich habe zum Beispiel war in der Schweiz und habe mit einem Maschinenbauer gesprochen, der hat mir gesagt, ja, meinen Job gibt es in ein paar Jahren eh nicht mehr. Also da ist schon so, wie nimmt man die Mitarbeiter in das Thema mit, wie motiviert man sie und wie nimmt man diese Ängste? Die Ängste sind da natürlich. Ich möchte mit einem Satz eigentlich jetzt auch beenden und zwar ist dieser Satz auch in der Diskussion gefallen und ich glaube, dieser Satz spricht für sich, Industrie 4.0 im jetzigen Stadium ermöglicht es den burgenländischen Industriebetrieben noch die Rosinen herauszupicken. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Wir haben uns ja noch den ganzen Nachmittag über Industrie 4.0 unterhalten. Haben Sie Zeit, da zu bleiben? Je nachdem, wie leise das Kind. Also würde mich sehr freuen. Ansonsten bitte ich Sie, die eine Fazitfolie vielleicht in die Diskussion einbringen zu dürfen. Ich habe sie jetzt hier da. Ja, das wäre sehr spannend. Ja.
Ja, es geht weiter circa um, sagen wir mal, 16.15 Uhr.